Hallo und herzlich willkommen zu Energiekram, dem unabhängigen Podcast über Energiewirtschaft. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um den ganz allgemeinen Stand der Energiewende. Den dieser Folge zugrunde liegenden Audio-Podcast habe ich im Januar 2019 aufgenommen, zum Anlass eines Berichts der Agora Energiewende, dem vielleicht wichtigsten Think Tank der Energiewende in Deutschland. Die Energiewende im Stromsektor. Stand der Dinge 2018. Rückblick auf die wesentlichen Entwicklungen sowie Ausblick auf 2019. Mehr Infos unter www.agora-energiewende.de. Der Bericht öffnet mit einem beeindruckenden Fakt. 2018 haben erneuerbare Energien erstmals genauso viel Strom wie Stein und Braunkohle zusammengeliefert. Das sonnige Jahr hat vor allem die Photovoltaik stark aussehen lassen, während die Windkraft keinen besonderen Zuwachs verzeichnen konnte. Aufgrund eines insgesamt gesunkenen Energieverbrauchs im ja vergleichsweise warmen Winter ist der CO2-Ausstoß 2018 um etwa 6% zurückgegangen. Dazu beigetragen hat auch, dass Steinkohle im vergangenen Jahr aufgrund eines insgesamt gestiegenen Emissionspreises deutlich vermindert eingesetzt wurde und der Ölpreis zumindest zeitweilig stark gestiegen ist. Bedenklich ist, dass der Einsatz von Braunkohle praktisch gar nicht zurückging. Die erneuerbaren Energien haben 2018 also zusammen etwa 38,2% des Stromverbrauchs in Deutschland gedeckt. Das entspricht, wie gesagt, dem Anteil von Stein und Braunkohle zusammen, erstmals in der Geschichte der Energiewende. Das konnte vor allem deswegen passieren, da die Solarkraft zuletzt besonders stark zugebaut wurde und durch das sonnenreiche Jahr viel Strom produziert werden konnte. Das bedeutet aber natürlich auch, dass die Wasserkraft vergleichsweise schwächelte, da schlicht und einfach weniger Wassermassen zur Verfügung standen. Die Klimaschutzziele der Bundesregierung für 2020, das sind vor allem Energieeffizienzziele, und 2030, da geht es vor allem um den Zubau von erneuerbaren Energien und die Vermeidung von CO2-Emissionen, sind nach aktueller Zubaugeschwindigkeit von den erneuerbaren Energien auf gar keinen Fall zu halten. Besonders der Windkraftausbau ist 2018 ziemlich ins Stocken geraten. Die Verdrängung fossiler Energieträger geschieht deutlich zu langsam, auch wenn Steinkohle, Öl und Erdgas kein gutes Jahr hatten. Wie gesagt, wurde vergleichsweise wenig geheizt, deswegen auch vergleichsweise wenig fossile Kraft in zum Beispiel privaten Haushalten eingesetzt. Fortschritte rund um die Energieeffizienz waren auch kaum noch zu verzeichnen, sodass auch hier deutlicher Handlungsbedarf, Beratungskompetenz und ja, Fördergelder benötigt werden. Der Export von Strom aus der Bundesrepublik ging im Vergleich zu 2017 zurück, vor allem aufgrund höherer Strompreise in Deutschland, die sich mit erhöhten CO2-Kosten erklären lassen. Apropos höhere Strompreise, die CO2-Kosten erhöhen also die Preise an der Strombörse und verteuern damit potenziell auch die Verbrauchskosten für Haushaltskunden. Das könnte sich 2019 auch schon auf der Rechnung bemerkbar machen. Die Leitungsbauvorhaben aus dem sogenannten Bundesbedarfsplangesetz kommen kaum voran. Hier stehen noch etwa 6.700 Kilometer Leitungsbau aus. Eine Novelle des Netzausbaubeschleunigungsgesetzes, NABEC, im Dezember 2018 dürfte hier allerdings zu einer Beschleunigung führen. Im nun begonnenen Jahr 2019 ist vermutlich nicht mit großen Sprüngen rund um Energieverbrauch und Stromerzeugung zu rechnen. Elektrofahrzeuge werden voraussichtlich erst 2020 so richtig loslegen, da sowohl ein breites Angebotsspektrum vorhanden sein wird und die Leistungsfähigkeit der Akkus und Antriebe tatsächlich konkurrenzfähig wird. Bis dahin wird der Benzin- und Dieselverbrauch und damit auch der Mineralölverbrauch kaum zurückgehen. Ende 2019 wird ein nächstes, noch bestehendes Kernkraftwerk planmäßig stillgelegt, Philippsbock 2 in Baden-Württemberg, so zwischen Karlsruhe und Mannheim. Darüber hinaus werden im Jahresverlauf hier und da Teile von Kohlekraftwerken stillgelegt. In diesem Jahr muss nun, laut geltendem Koalitionsvertrag, ein Klimaschutzgesetz erarbeitet werden, welches die klima- und energiepolitischen Ansätze der nächsten Jahre prägen wird. Klimaschutz, Kohleausstieg, Zubau der erneuerbaren Energien, Verkehrswende, Energieeffizienz, CO2-Preise. Bleiben wir mal gespannt, was hier wann und wie genau beschlossen wird. 2019 wird ja nun ein ganz entscheidendes Jahr der Energiewende. Wir haben einen Kohleausstieg, der in dem Abschlussbericht der Kohlekommission zumindest nicht unbedingt so förderlich für die Energiewende ausgestaltet ist, beziehungsweise schlicht und einfach zu spät erfolgt. Wir können die gesetzten Klimaschutzziele auf diese Weise auf keinen Fall halten.
Demhingegen sind erneuerbare Energien immer günstiger und immer wirtschaftlicher. Es folgen mehr und mehr Möglichkeiten, dass auch private Haushalte sich an der Energiewende beteiligen können, sei es durch die Nutzung von Elektromobilität, sei es indem man als Prosumer auftritt, also indem man seinen eigenen Strom auch zum Beispiel auf dem Dach über Solar erzeugt, sei es durch Speichermöglichkeiten für den Keller oder die Garage oder sei es indem man sich von einem zertifizierten Ökostromanbieter versorgen lässt, der definitiv nur erneuerbare Energie liefert. Wir sehen, dass neue Geschäftsmodelle und Technologien rund um erneuerbare Energien in Deutschland immer wichtiger werden und eine immer entscheidendere Rolle in der gesamten Energiewirtschaft aufnehmen. Genau deswegen, wegen dieser ganzen Bewegung in der Branche, mache ich all das hier. Deswegen produziere ich solche Videos und erkläre die Energiebranche möglichst greifbar und anschaulich. Und wenn ihr noch Fragen habt, dann stellt ihr einfach in den Kommentaren. Und wenn euch das gefallen hat, dann gebt mir einfach mal einen Daumen nach oben. Für heute soll es das gewesen sein. Mein Name ist Carsten Eckert und bis zum nächsten Mal bei Energiekram.